Hallo zusammen, herzlich willkommen in diesem Video. Technik ist wichtig. Ohne ein technisches Gerät, einer Kamera, könnte man keine Fotos machen. Warum die Technik aber überbewertet wird, das erzähle ich euch in diesem Video. Wenn euch das interessiert, dann bleibt bitte dran. Viel Spaß. Die Idee zu diesem heutigen Video kam mir, indem ich realisiert hatte, dass meine Technikvideos um ein Vielfaches öfters angesehen werden als meine Tourenvideos, wo ich mich zum Teil in atemberaubenden Landschaften bewege, um das perfekte Foto zu machen, zumindest um sehr gute, stimmungsvolle Aufnahmen zu machen. Und es waren vor allem jene Tourenvideos, Landschaftsvideos, in denen Fotografen in tollen Gegenden unterwegs waren, die mich inspirierten, einen YouTube-Kanal zu machen, einen YouTube-Kanal mit dem Thema Landschaftsfotografie. Mir ist natürlich klar, dass Landschaftsfotografie auf YouTube eine extreme Nische ist, aber nichtsdestotrotz mache ich einfach diesen Kanal, weil Landschaftsfotografie meine Leidenschaft ist. Ein Video, das mich besonders inspirierte, das mich total begeisterte, war Peter McKinnons The Bucket Shot. Das ist wirklich für mich eines der besten Landschaftsfotografie-Videos, das es überhaupt auf YouTube gibt. Schaut mal rein, ich verlinke das Video in der Videobeschreibung. Hier wird erklärt, wie man sich in einer tollen Landschaft bewegt, um eigentlich das ultimative, das beste Foto zu machen, das einen vorschwebt, welche Planungsarbeiten ich vorab verrichten muss, wie ich an das Bild herangehe, wie die Umgebung dort aussieht, wie die Leute dort sind, wie ist der gesellschaftliche Background, der mich bewegt, dieses Bild zu machen und wie sind auch die Personen vor Ort, die ich treffe, mit denen ich arbeite oder die ich zufällig treffe, die im Endeffekt dazu führen, dass ich eben diesen ultimativen Shot mache. Also wirklich, schaut mal rein, das zahlt sich wirklich aus. Vor einigen Wochen wurde dann The Bucket Shot 2 angekündigt. Ich war total begeistert, voller Vorfreude, endlich ein Teil 2 dieses Videos, das mir so gefallen hat, dass millionenfach gesehen wurde. Und als das Video auf den Markt kam, das heißt, als es bei YouTube hochgeladen war, war ich sicher einer der Ersten, die sich dieses Video angesehen hat und ich war total enttäuscht. Vom ersten Teil, von einem enthusiastischen Video, wo es um Landschaftsfotografie geht und um den wirklich perfekten Shot, war nichts mehr übrig. Es ging einfach um ein Video, das von Red Bull gesponsert war, wo es Flieger gab. Na gut, die Fotos sind in Ordnung, aber es entsprach nicht meinen Erwartungen. Ich erwartete wirklich ein tolles Video wieder über die Landschaftsfotografie. Aber gut, so ist es eben. Es hat sich ja nicht nur Peter McKinnons Kanalinhalt verändert, sondern eigentlich der meisten YouTuber. Ja, man muss dazu sagen, dass der Werbefilm für Red Bull für Peter McKinnon natürlich sicher sehr lukrativ war. Aber was ich angesprochen habe, wie sich die YouTube-Kanäle geändert haben, das ist eindeutig. Es geht der Trend hin einfach zu den Technikvideos. Die YouTuber haben bemerkt, dass die Leute einfach Kameras, Objektive sehen wollen und wenn die neueste Kamera vorgestellt wird, dann gehen die Klickzahlen nach oben. Ja, und natürlich ist die Videoproduktion auch weit angenehmer. Man sitzt zu Hause in der warmen Stube, im Heimstudio und plappert einfach irgendwas dahin und muss nicht raus und auch nicht abhängig sein, ob es draußen stürmt oder schneit oder wie gerade die Wetter- oder Lichtsituation ist. Natürlich, auch ich bin begeistert von neuer Technik, wie ihr wahrscheinlich auch. Ja, die Technik, die entwickelt sich rasant weiter und der Markt wird überschwemmt von immer neuen Kameras. Die Kameras haben jetzt einfach mehr Megapixel. Der Markt suggeriert, 16 Megapixel sind zu wenig, dann waren 20 zu wenig, 24 zu wenig, jetzt sollen schon 30 zu wenig sein. Das heißt, man benötigt unbedingt 50 oder 100 Megapixel, um eine gute Bildqualität zu haben. Also ich verneine das total. Na, aber natürlich, die Kamerahersteller müssen Umsätze generieren und da geht es natürlich auch um Megapixel. Dann wird etwa der Autofokus immer besser, er wird um Nuancen besser, dann die Seriengeschwindigkeit wird einfach schneller,
statt 20 Bilder pro Sekunde gibt es jetzt 30 Bilder pro Sekunde, die Videospecs werden besser und so weiter und so fort. Das heißt, die Kameras werden vollgepackt mit neuer Technik und sind im Endeffekt alles Könner und die Technik verfeinert sich immer wieder, aber eigentlich nur um Nuancen. Das Einzige, was sich im Laufe der Jahre bei den Kameras nicht verändert hat, das ist die Bildqualität. Natürlich ist die Bildqualität in erster Linie auch von den Objektiven, die ich verwende, abhängig, aber im Zusammenspiel mit den Kameras. Und diese Bildqualität war vor Jahren schon so gut, dass man ein Bild, was vor 5 Jahren gemacht wurde oder vor 7 Jahren, von einem Bild, das ich heute mache, nicht auseinanderkenne. Und ob das Foto jetzt mit einer Canon 5D Mark I gemacht wurde oder mit einer Canon 5D Mark II wird im Bildergebnis auch keinen Unterschied machen. Ich denke sogar, dass die User 90% von dem, was die Kamera bieten, gar nicht benötigen. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich von den umfangreichen Funktionen, die die Kameras hat, nur ganz wenige verwende, damit ich mich einfach auf meine Fotografie einstellen kann. Bei mir ist es so, dass eigentlich zu viele technische Möglichkeiten meine Kreativität nicht fördern, sondern eher beschneiden. Ich benötige einfach nur Einstellungen, die betreffen die Zeit, die Blende, eine Belichtungskorrektur, den ISO und dann bin ich schon ziemlich fertig mit meinen Einstellungen. Alles andere ist für mich in der Landschaftsfotografie Ballast. Ich möchte eigentlich nicht mehr Einstellungen haben, aber wie gesagt, muss ich eigentlich die Kamerafunktionen downsizen, damit ich eigentlich genau das Wesentliche in der Fotografie, was ich benötige, anwenden kann. Leica zum Beispiel macht das recht gut, hat sogar diesen Slogan Konzentration aufs Wesentliche. Eine Leica M etwa mit Zeitautomatik, Zeitblende, Belichtungskorrektur, ISO-Einstellungen, da ist das Wesentliche eigentlich drinnen, das man benötigt. Die einzige Automatik, die ich bräuchte und die ich auch benutze, relativ häufig sogar für meine Landschaftsfotografie, ist die Zeitautomatik. Das heißt, ich stelle die Blende vor und die Zeit stellt sich automatisch dazu. Natürlich fotografiere ich auch im manuellen Modus, aber Zeitautomatik möchte ich nicht missen. Ich habe euch das schon einmal in einem anderen Video erzählt und wer selber Landschaftsfotografie macht und in der Natur fotografiert, wird das bestätigen. Wenn man unterwegs ist, denkt man an eine Kamera, an Technik überhaupt nicht. Man denkt nur daran, kann man vielleicht wirklich jetzt seinen Bucket Shot, seinen Wunschshot machen? Kann man das perfekte Foto finden, das ultimative Foto, das man einfach mal machen will, was schon immer auf seiner Wunschliste stand und nicht, ob die Kamera 45 Megapixel hat oder 20, ob sie 30 Serienbilder machen kann oder doch nur 20, das spielt alles keine Rolle. Es geht, wenn man unterwegs ist, immer nur darum, dass man fokussiert ist, das perfekte Bild zu finden, dass man den Wanderweg, den man geht oder den Berg, den man erklimmt, bewältigen kann, dass man genug zu trinken mit hat, dass einfach die Kamera mit einem verwachsen ist, dass man die Kamera blind bedienen kann, dass man weiß, wie die Kamera in den unterschiedlichsten Situationen einfach reagiert. Das heißt, die Kamera soll sein treuer Begleiter sein, soll der verlängerte Arm sein, auf die man sich blind verlassen kann. Mit der Kamera muss man so vertraut sein, dass man mit ihr durch dick und dünn gehen kann. Und um zu einem guten Bild zu kommen, ist eines auch wesentlich. Das heißt, im Wohnzimmer werde ich die guten Fotos nicht machen, selbst wenn dort die 10.000 Euro Kamera liegt und wie viel sie kostet, ist auch egal, sondern ihr müsst einfach rausgehen in die Natur. Ansonsten gibt es keine Fotos, aber das ist, glaube ich, selbstverständlich. Für mich zwei der wesentlichsten Eigenschaften in der Landschaftsfotografie, die eine Kamera besitzen muss, sind ein guter Dynamikumfang und ein gutes, abgedichtetes Gehäuse gegen Staub oder Spritzwasser. Gepaart natürlich mit einem guten Objektiv. Und jetzt komme ich zu einem springenden Punkt. Ich habe euch ja schon öfters erzählt, das Wesentliche in der Landschaftsfotografie und überhaupt in der Fotografie ist das Ergebnis, nämlich das Foto. Aber was in diesem Zusammenhang noch zu erwähnen ist, dass gepaart mit dem Endergebnis das Wesentlichste überhaupt ist, ist aus meiner Sicht das Erlebnis. Das heißt, das Erlebnis, das ich habe, bis ich zu meinem Foto, dem Wunschfoto, komme. Dazu gehört die Planung. Ihr plant mit Enthusiasmus eine bestimmte Tour. Ihr habt ein Wunschfoto im Kopf. Ihr wisst ganz genau, wo ihr hin wollt. Ihr wollt genau diesen alten Baum fotografieren oder diesen See. Dann wollt ihr ihn in einer perfekten
leuchtenden Umgebung haben. Das heißt, am Morgen, wo das Licht noch weich ist, wo sich der Himmel perfekt färbt, ja, und ich wandere dorthin durch eine tolle Landschaft. Das alles ist Erleben, das alles ist Genießen, das alles ist Abenteuer. Ihr habt vielleicht noch Hindernisse, das heißt, das Wetter passt nicht, es regnet, es schneit, ihr habt keine Luft mehr, weil ihr so schnell geht. Euch geht das Wasser aus, aber ihr wollt diesen Shot unbedingt haben. Das ist alles Erleben. Erleben, um zum fertigen Foto zu kommen. Wer kennt das nicht? Nach all diesen Strapazen, nach einem sagenhaften Aufstieg auf einen Berg, steht ihr dann vor dem Shot. Es ist die blaue Stunde noch nicht angebrochen. Man hört, man fühlt direkt, wie plötzlich die ganze Welt, die Erde erwacht. Das ist ein Augenblick, den eigentlich zum Teil nur Landschaftsfotografen genießen können. Es ist ein erhebendes Gefühl dann, wenn sich der Himmel verfärbt. Und wenn sich die Szenerie in einem wunderschönen, gefärbten, weichen Licht, zauberhaften Licht darstellt. Wenn ihr nach einiger Zeit, einigen Wochen, Monaten oder sogar Jahre eure Fotos anseht und ihr habt ein bestimmtes Foto im Blickpunkt, dann werdet ihr euch wieder erinnern, wie ist dieses Foto entstanden, welches Abenteuer habt ihr erlebt, um dieses Foto in eure Galerie aufnehmen zu können. Und das ist die Erinnerung, die bleibt und die mit dem Foto verbindet. Technik spielt diesen Zusammenhang keine Rolle. Kaum einer von euch wird sich überlegen, da hatte ich ja genau diese Kamera. Mit dieser Kamera habe ich dieses Bild gemacht. Das ist nebensächlich. Auch wenn ein Bild vielleicht nicht ganz technisch perfekt ist, spielt es keine Rolle. Es geht bei der Fotografie nämlich nicht um Technik. Gute Technik erleichtert vielleicht, schneller zu einem gleichartigen Bildergebnis zu kommen. Aber wichtig ist grundsätzlich eine Idee. Das heißt, jemand muss eine Bildkomposition machen. Das Bild muss eine Geschichte erzählen. Man muss einfach mit dem Bild etwas spüren. Wenn das nicht gegeben ist, ist das Bild vielleicht technisch gut, scharf und so weiter, hat keine Vignetten am Rand, aber es sagt nichts aus und das Bild ist einfach nicht gut. Zusammengefasst kann man sagen, und das ist der alte Grundsatz, das Bild macht nicht die Kamera, sondern der Mensch dahinter und das bleibt nach wie vor wesentlich. Wenn ihr also wirklich euer Faible für Fotografie entdeckt habt, zum Beispiel für die Landschaftsfotografie, sucht euch bewusst eine Kamera aus, die euch zusagt. Behaltet die Kamera lange, um Erfahrung mit ihr zu sammeln. Wenn es nicht so hinhaut und die Kamera euch gar nicht zusagt, kann man natürlich einmal wechseln. Aber wenn ihr die richtige Kamera gefunden habt, die ihr blind bedienen könnt, mit der ihr durch dick und dünn gehen könnt, ihr wisst, wie sie reagiert, in welchen Lichtverhältnissen auch immer, dann ist es die richtige Wahl. Dann könnt ihr mehrere Jahre bei dieser Kamera bleiben und den Bildergebnissen wird man nicht ansehen, ob die Kamera jetzt 5 Jahre alt ist oder brandneu. Zu allerletzt möchte ich euch mitteilen, das Wichtigste an jedem Hobby, so auch an der Fotografie, ist einfach die Freude und der Enthusiasmus am Tun. Und wenn diese Freude und dieser Enthusiasmus nicht da ist, dann spielt die Technik schon überhaupt keine Rolle mehr. An dieser Stelle möchte ich mich heute von euch verabschieden. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Und bevor ihr eine neue Kamera kauft, investiert euer Geld lieber in ein neues Objektiv. Das bringt euch unterm Strich mehr, um gute Bilder zu machen. Ich wünsche euch auf diesem Wege gut Licht, passt gut auf euch auf. Ciao, Papa, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das jetzt machen würdet. Das hilft dem Algorithmus und meinem Kanal vorwärts zu kommen. Gebt mir auch den Daumen hoch, auch das würde mir sehr gefallen. Ciao, Papa, auf Wiedersehen, bis nächste Woche. Arrivederci.